7000 Märchen wahr. Only when I was grown up, I realized that I was born in a special home. A home with a special ideology. The Nazis said, don't mind if you are not married or if a man is married, if you like him or you love him, make children or make a child with him. Make a child for Hitler. Renate is one of thousands of people living in Germany today who are the product of the Nazi experiment to create the master race, called Lebensborn, Fount of Life. She and her friend Edie are visiting the home where Renate was born. I was born at Stenhöring. It's a small village in the countryside of Munich in Bavaria. It's a Lebensborn home. I still hesitate to say it, but I think in the end it was a breeding place. I think 1 or 2 weeks before the birth, the mothers could come there and stay there. And the same time afterwards, for some weeks, they could stay. And then they had to go. Schau dir das an, das ist wirklich die klassische Nazi-Skulptur. Mhm. Und soweit ich weiß, ist das auch einer der berühmtesten Nazi-Bildhauer gewesen. Mhm. Ja, obwohl es so typisch einerseits ist. Mir gefällt es trotzdem. Ich finde es unheimlich schön. Sag mal, wenn du das jetzt siehst, dieses Sinnbild von Lebensborn, so das Sinnbild der deutschen Mutter und ihrem Kind, so als Rassegedanken auch. Wie geht's dir damit, dass du da auch geboren bist? Also ist mir ganz fremd. Obwohl ich mich ja so viel damit beschäftigt habe. Das ist was wie über eine andere Person. Oder das ist für mich eine Ideologie, aber ich kann die eigentlich gar nicht richtig mit mir verbinden. This is a Lebensborn brochure. Und das ist sign, the symbol of Lebensborn, and of course the swastika. Yes, and on the first page you will find a sentence by Himmler. He says, "Heilig soll uns sein jede Mutter guten Blutes." That means holy should us be every mother of good blood. You know, the sign of the SS. And then this is a typical photo of a good German woman, blonde and with all the Aryan features. Yes. Yes, and this is the home I was born. It's Steinhöring, and I think it's one of the first homes. Guck mal, nicht zu übersehen da. Das SS-Zeichen. Und da drüben, guck mal, erinnerst du dich an das Heftchen überall oder an den Türen, war überall dieses Zeichen. Das Lebensbornzeichen. Ja. Und dann haben sie einfach so drei untereinander gesetzt. Mhm. Also es sind wohl insgesamt ganz alte germanische Runen. Ja. Und das hier, dieser Pfeil nochmal extra, also den kann ich mir auch nicht erklären. Ein germanisches Götterzeichen. Fällt überhaupt erstmal nicht auf. Ne? Man denkt, das ist so ein normales Muster in so einem schmiedeeisernen Tor. Also mir wäre auch zum Beispiel das SS-Zeichen kaum aufgefallen. The
fathers of the new Aryan race were drawn from the SS, the same men who exterminated the Jews. The fount of death went hand in hand with Lebensborn, the fount of life. The idea of racial purity was fundamental to Nazi ideology. The Aryans, with their blonde hair and blue eyes, preserved the myth of Germanic superiority. The racially pure baby was the golden future of the thousand-year German Reich. Sag mal, vielleicht bin ich ja in einem von den Räumen da oben, in den hatte ich mein Bettchen. Dein Kinderbettchen. Ja. Das ist schon irre. Ja. Wie ist denn das für dich jetzt hier so zu sitzen? Also es ist schon ein Unterschied. Und hast du denn hier drin auch diese Namensgebung? Ja, Schwerttaufe. Meine Mutter erzählt, dass dann wirklich den Babys ein Schwert auf den Bauch gelegt wurde. Was? Ein richtiges Schwert? Ja, meine Mutter sagt, ein richtiges Schwert. Ja, war das Schwert natürlich größer als das Kind, ne? Das ist ja irre. Aha. Das ist ja wahnsinnig. Ja. In a sort of ceremony, they gave you the name. And it's written there, with the name, SS name giving in the Sternhöring home of Lebensborn, and the name of the mother and the father is written down. This child got the name Renate. That's me, yes. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Gott. Gehen wir da rüber. Ja. So. Ich habe also immer nur Gerüchte gehört. Ich weiß, dass besondere Arier-Frauen dort ihre Kinder bekommen haben, von meistens SA- oder SS-Leuten, und dass diese Kinder dort dann nicht nur geboren, sondern aufgezogen worden sind. Es gab also Gerüchte. Was waren das für Gerüchte, die über allgemein darüber gesagt haben? Ja, die Gerüchte waren die, dass man also nie genau gewusst hat, was los ist, und dass man sicher der Meinung war, dass die Elternteile dieser Kinder nicht verheiratet waren, sondern dass sie eben für die damalige Zeit besonders geeignet waren, insbesondere was ihre Arier-Bildung betroffen hat. Also nicht einfach unehelich, sondern unehelig, auch noch speziell dann. Das war. Ja, und dann gibt es ja dieses, eins der Gerüchte ist ja, dass man es als eine richtige, diese ganzen Lebensbornheime als Zuchtstätten bezeichnet hat. Als Fluchtstätten? Also, ja, Zuchtstätten. Als Zuchtstätten, ja. Das waren also Zuchtstätten natürlich, weil man wollte hier also ganz besonders für den Nationalismus geeignete Menschen züchten und hat das, glaube ich, auch getan. Es ging ja an, wie ich gesagt habe, als Pfarrheim, und da war es verhältnismäßig klein, und dann hat die SS immer weiter gebaut, hat einen schönen Garten angelegt, hat einen See gemacht, und wie wir reingekommen sind, das war also wunderbar möbliert, waren herrliche Teppiche drin und herrliche Möbel. Das war also eine absolute Luxusangelegenheit für die SS und ihre Damen. Die Betreuung war sicher ausgezeichnet, von der Ernährung her, die haben alles gehabt, war auch schön eingerichtet, und die hatten sicher ein sehr angenehmes und gutes Leben. Wie der Ende des Kriegs war und die Amerikaner gekommen sind, ist also die ganze männliche Welt, die da unten war, insbesondere die SS, geflohen. Und es waren nur unten mehr die Frauen mit den Kindern, und die SS hat auch alles mitgenommen, was es zu essen gab. Und ich wurde damals runtergerufen mit dem Pfarrer. Und wir kamen also an, hat die Frauen, die Schwestern, auch die betreut haben, und die Kinder. Und es war also kein Gramm Brot und kein Liter Milch da.
Und ich habe dann ein altes Auto, was ich gehabt habe, herausgezogen und bin hier von Bauer zu Bauer gefahren mit Milchkannen und habe versucht, erst einmal Milch zu kriegen und dann Brot zu kriegen, um diese Leute zu ernähren. Ja, als Sie 45 in das Heim kamen, Herr Baron, wie viele Kinder schätzungsweise waren denn da? Ja, da waren eine Menge Kinder dabei von den anderen Heimen, international, nicht nur von Deutschland aus. Die Kinder alle nach Steinhöring gekommen sind, weil das ungefähr der letzte Ort war, den die Amerikaner erobert haben. Und ich würde sagen, dass so 350 Kinder ungefähr da waren. War sie ja noch ganz winzig. Ja, das war die nette Schwester, ne? Nee, das ist nicht die, die war hinterher getroffen. Die kommt viel später. Ja, aber die war auch sehr nett. Schwester Gidi war das. Guck mal. War das nicht die Hebamme? Das war die Hebamme, ja. Das war die Hebamme. Hier auch. War eine nette Frau. Das ist ja das netteste Bild. Das, hast du die Grübchen? Ja, die Grübchen sieht man. Also vom Vater, aber ich hatte ja auch Grübchen, ne? Also ist doppelseitig belastet. Da siehst du dem Vater sehr ähnlich. Inwiefern denn eigentlich? Ja, das Gesicht so. Ich direkt als er das Bild sah, dachte ich, ach genau, wieder. Also ich meine, das ist ja lächerlich. Ja. Ich habe ihn ja als Baby nie gesehen, ne? Ja. Aber so sah er bestimmt aber als Baby aus. Was ist denn da die Ähnlichkeit? Das Lächeln und das Stupsnäschen. Naja, das hat er ja noch nicht. Stupsnäschen. So furchtbar. Naja, aber ich finde schon... Oder die Hände, so die Haltung? Nö, auch die Hände kann man nicht sagen. Sie war ganz genau der Vater. Sie ist ja heute noch der Vater. Also das ist natürlich für eine Mutter sehr schön. Ne? Sie hätte ihre Bewegung, sagt sie, ganz wie Fried, ganz wie Fried. Also, dass sich eigenartigerweise auch Bewegungen vererben, das denkt man gar nicht. Das Äußere natürlich, ne? Sie sah ihm sehr ähnlich. Aber auch ihre Bewegung, ihre Art, und ich habe nachher, als sie erwachsen war, auch gemerkt, ihre Art zu sprechen, auch ihre Art zu reagieren, war ganz der Vater. When Renate was four, the war ended and all dreams of Aryan superiority turned to dust. In a chaos of defeat, Renata's mother went to find her child in Bavaria and brought her back home to Cologne. There they started a new life alone together. I saw a lot of prisoners coming down our road when I saw other children with their fathers. I was also a little bit envious. My mother had told me that he had been a general and that she loved him very much. And I had the feeling that he's a very warm-hearted and strong man, a very fair man. I was proud of him and I was longing to see him. I was very sad that I couldn't see him, and I would have wished that he would be there. And so I had a lot of dreamings about that, and I imagined that I had the fixed picture that he would come in the afternoon. So especially at that time of the day when the bell was ringing, I hoped that it would be him. My mother didn't tell me that she already knew that he was dead. She knew that at that time, but she thought it would be better for a child not to know it, and that was exactly wrong, because it kept me in a hope. I even kept a piece of cake for him, because I thought perhaps when he's coming. So, but then I think slowly, the hope faded. And when I was 15, I started to put a lot of questions to my mother, and then she had to confess. It was really like a confession. She had to confess me that she wasn't married
and that he had a lot of children. And I think it wasn't the fact that they weren't married, it was the fact that he had children, which offended me very much. Renate was his ninth, and as far as she knows, his only Lebensborn child. Her mother is now 85. She never married. Renate is a teacher in a comprehensive school which includes handicapped children. She spent years trying to unravel the truth about her father. I got more and more suspicious that there was something wrong about my father, and that he must have done something because of his high position. So, more and more, when I was with friends, I looked to their books and tried to find out something, to get some hints, so I went to the university and looked there. And one day, I read an article about a new book. There was one special chapter about my father, because he was so typical in his behavior and his thoughts. He tried to be very perfect in his work, and he even tried to do more than he was expected to do. And when I turned the pages, you could see the photos, the faces of all these SS-Gruppenführer and Obergruppenführer. And in the middle of all those faces, I saw the photo of my father. Already at this first reading, it was clear to me that he had killed a lot of persons. Jewish people, communists, partisans, gypsies. I didn't had expected that. And I was very afraid to have this evil inside me, because my mother told me that I'm looking like him and that I behave like him and that I like things like him, even although I have never seen him. And so I thought then if I'm like him, I also have this evil inside me. And so it was terrible. Everybody said to me, why does it offend you so much? That was your father, that wasn't you. But to me, I couldn't separate it, so I felt guilty. And then I think I didn't think that, but now I see it was like that. I wanted to get rid of that guilty feeling, or I wanted to get rid of the knowledge that my father had done things like this, and I had a very strong motivation to make all these researches was to find hints that he also had a positive side, that I wanted hints that he had done it, yes, it was a fact, but that there were reasons which would give him a little bit of absolution. Meine Geschichte war eine regelrechte Liebesgeschichte. Und wie erzählen Sie, wie haben Sie einander getroffen? Ja, wir haben uns getroffen im Urlaub, wie es denn so ist. Aber ich finde, das sind Dinge, ich sage Ihnen ja, es war eine sehr große Liebe und das müsste Ihnen eigentlich genügen, ne? I started to be very interested in his psychological
things. So I wanted to read his letters, and my mother said no. And then I was very decided and said, I have the right to read them. I don't know this man, and this is the only possibility to get to know him. So I want to read them. And my mother said, okay, then. But she was a little ashamed because she said, these are love letters. And I said, I don't mind. I want to read them. Riga, 20th of March, 1942. Dear girl, I don't need to tell you how very happy I am, especially about the charming photographs. I'm completely enchanted with the sweet child. Believe me, I think of you often and lovingly, and I don't for one moment consider Renata a burden, but hold her in my heart as something very beautiful. It was very important for me to find out if you really liked my mother. That time I was like a child, and it was very romantic. So the fact that he was married twice and that he had children, that was proof for me that he couldn't love her. I am pursuing my duties with such iron determination that despite the shortcomings of life here, I'm never for one moment downhearted. The times are so great and the tasks so enormous that our own individual destinies are completely unimportant in comparison. But you too, dear girl, must be proud, for you've taken on an equally important task. Dear girl, Reichsführer SS Himmler was here a few days ago. He said of his own accord that he would take over responsibility for you both should anything happen to me. You see, we think of everything. So be cheerful, be confident like the men at the front, and be happy in the knowledge of your motherhood. On the whole, you get them from get the impression that he is a very brave soldier, just fighting together with his comrades. You don't get the impression that he is a general, that he's a leader. He's just with his chaps, and they are together, and they are holding together, and he's takes care of them, and he's fighting. You really must have special knowledge to find all the very small hints. Otherwise, you can't find out. I decided to go to Riga. For me, it was a chance to find something of the truth. Perhaps also to see the place and to find for myself something, part of the answer. Jeckeln was posted to Latvia in November 1941. It was the month of Renata's birth. He was the SS chief of the whole of northern Russia with his headquarters in Riga. Perestroika, Renate is now free to come to Latvia to find out more about her father with the help of Sylvia, a Latvian interpreter. Why are they queuing up here? Oh, well, people are queuing up to actually sell empty bottles. They can get... Why is queuing up for them? Yes, it's worse to queue up because they can get some money. Mm-hmm. Incredible, I think. Now we are going to cafe, and I will introduce you to Sergei Vilpis. As a young communist, Sergei was caught and imprisoned by the Nazis. They set him to work on mending Jeckeln's car. Jeckeln was pleased with the result and called him to his office. And he had a box of had a box of Havana cigars. Yeah. He opened the box and gave him a handful of cigars. Yeah, he thanked him and asked if he may leave now. No. What else can I tell about him?
Că eu îmi singa miliot, e tu rizi, tu îl s-o ar poate da. I can tell you that you are very much alike to him. What? You are very much alike to him. Even the voice is very similar. The Riga Ghetto. Jeckeln's main task was to exterminate the Jews of Riga. Before the war, there were 45,000. After the war, there were just 150. Renate wanted to meet one of the survivors. Also ich heiße Isaac Kleimann und ich kann Ihnen gerne erzählen, wie es mir während des Krieges gegangen ist hier in Riga. Ungefähr wussten wir, was jetzt die Juden zu erwarten haben. Wir waren sehr gut informiert. Wir wussten, was den Juden in Deutschland geschah, was den Juden in der Tschechoslowakei, in Polen geschah. Und wir erwarteten hier das Schlimmste. Das Einzige, was wir uns nicht vergegenwärtigen konnten, das waren die Massenmorde. Dass auch die Frauen und Kinder und Greise gemordet wurden, das war etwas Neues. Und das hielten wir einfach für unmöglich. Auch nachdem wir es schon sahen, dass es so kommt, hielten wir es für unmöglich. Nun, so waren wir im Ghetto, also das, was ich sagen wollte, wir bemerkten den Namen Jeckeln und die ersten Kommandos und die Befehle, die mit Repressalien verbunden waren, wurden von Jeckeln, dem, hieß er, Kommandant der SS und Polizei Ostland, unterzeichnet. Nun, so wurden wir mit diesem Namen schon bekannt und auch den Befehl, das Ghetto zu befreien, also herausgesandt zu werden, wurde von Jeckeln unterzeichnet. Nun, dann wurden die Wachen im Ghetto umgetauscht. Das waren alles lettische Hilfspolizisten. Aber die ersten, die uns bewachten, die waren solche normale, mobilisierte oder so. Ich will Ihnen sagen, dass sie daran keinen Anteil haben. Sie sind weder schuldig noch mitschuldig. Ich glaube an die Bibel und da steht es geschrieben, dass kein Sohn für seinen Vater zu verantworten hat. Aber die Geschichte ist allerdings traurig. So ist das gewesen. Und da wurden solche Mörderkerle, solch eine Kompanie schon, sie waren am Tor, sie waren schon betrunken, sie gingen herum und schossen herum, auf Menschen oder nicht auf Menschen. Wenn wir von der Arbeit kamen, da standen schon zwei mit Gummistäben und hauten uns ein wenig, bis wir durchkamen. Wir sollten verstehen, dass das nicht das Aussiedeln des Ghetto ist etwas Schreckliches. Die ausgesiedelt waren, das war das ganze jüdische Riga. Das war meine Familie. Ich will Ihnen einige Fotos zeigen. Also, erstmals das. Das ist, hier bin ich, das war ungefähr 35. Das ist meine Schwester, die zwei sind meine Schwestern, das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Und die anderen sind nahe Verwandte, Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen von mütterlicherseits. Von diesen allen, wie viele sie hier sind, habe ich aufgezählt 4 oder 5, die am Leben geblieben sind. Alle wurden aus dem Ghetto sozusagen ausgesiedelt und dort umgebracht in Rumbula. Also das war unsere ganze Welt und so war es in allen anderen Familien. Das ist die Trauung meiner älteren Schwester Sonja im Standesamt. Hier ist meine Mutter
Und hier ist meine andere Schwester. Das ist die Mutter des Bräutigams. Und das ist die Hochzeit der zweiten Schwester. Der Bräutigam war Soldat der lettischen Armee. Und wir fotografierten uns auf dem Wege aus der Synagoge, wo sie getraut wurde. Ich muss Ihnen sagen, dass ich in meinem Gewissen auch mich Schmerzen habe. Darüber, dass ich meine Familie, meine Mutter, meine Schwester damals verlassen hatte. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihnen zu bleiben. Aber dazu brauchte es etwas mehr Tapferkeit oder Männlichkeit oder sonst was anderes. Viele Männer blieben bei ihren Familien. Nur ich ging weg. Nur so blieb ich am Leben. Also hier, diese Häuser waren im Ghetto. Hier auf dieser Straße war der Stacheldrahtzaun. Und hier auf dieser Straße, über diesen Pflaster, gingen die Wachen umher. Unsere Familie wohnte in diesem Haus, in dem dreistöckigen Haus. Und wir hatten zwei Zimmer, wir waren 8 Menschen zusammen. Das war recht eng, aber das dauerte nicht lange. Also unsere zwei Fenster sind die zwei Fenster, die über dem Postfach sind. Ja. Nur da schauten wir über den Zaun auf die freie Welt, aber selbst müssten wir dort sein. Nur diese Moskauer Straße, die führt weiter nach Daugavpils und auch nach Moskau. Und unsere Familien wurden diese Straße entlang getrieben. Das war im Herbst eine recht dunkle Zeit. Und da brannten hell alle Laternen, damit man sehen konnte. Und die betrunkenen Wachen, die waren die Antreiber. Und die Kolonnen von tausenden Frauen, Männer und Greise, Kinder, gingen diese Straße entlang, vielleicht 5 oder mehr Kilometer, bis zu dem Wald von Rumbula, wo schon die Graben gegraben wurden. Nur so war es hier mit dem Ghetto. Später wurden hierher die Juden aus ganz Europa gebracht, namentlich aus Deutschland, aus Österreich. Die das Buch geschrieben hat, Frau Richter, die kam aus Wien, tschechische Juden, ungarische Juden, die überhaupt mit den anderen Juden sich nicht verständigen konnten, die sprachen nur Ungarisch. Und so wurde dieses Stadtviertel zum Schlachthaus für ganz Europa. Das ist eine Schande Lettlands und eine Schande der Nation. Und hier diese Straße entlang, als man die Juden trieb, die betrunkenen Wache aus dem Kommando Arais, das war ein lettisches Sonderkommando, die hatte das Recht und vielleicht auch die Pflicht, die Schwächeren oder wen sie wollten zu erschießen. Und hier war der Straßenrand war auch mit Leichen besät. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht der aus? Nach Industrie? Nein, ich meine jetzt auch Stadt. I think my father, he was very typical for that time. Being very young in the First World War, then no job and no education. And then this Nazi ideology, I think suddenly it was clear for him that that was the way to climb up. And I think he was willing to repress all his doubts. Perhaps it was like that. I can't imagine that the person, not my father, no other person is able to do those things without any doubts. I think that's impossible. The matter, the question is how strong is the energy to repress it. Die Gleise sind schön. Salzbild.
memorial. Mm-hmm. Here oh. Entlang? Mm-hmm. Thank you. Jeckeln was in overall charge of Sauspil's concentration camp some 20 kilometers outside Riga. Thousands of Jews arrived there from the Reich and countries occupied by the Nazis. The few who survived were freed by the Russians in 1945. As the Russians advanced, Jeckeln retreated. 2 weeks later, he was captured and brought back to Riga. The museum at Salzpils commemorates Jeckeln's victims. Edie and I went into the museum looking at the pictures. Then we saw one picture which showed some man sitting, and I recognized my father also sitting there. It was obviously the trial. I only recognized him because of his hair, not because of his face, because it was so haggard, thin and hollow. Können Sie alles sehen, das ist von der Bühne aus aufgenommen. Da war das Tribunal oben, die drei Mann, und links saß der Staatsanwalt, ja. Also der Vertreter der Anklage. Dann waren rechts dieses Holz. Ja, das sieht man. Ja. Das sehen Sie, ja. Da saßen die Angeklagten, ja. Bei Jeckeln selbst während der Auftritt. Also das Gesicht gefällt mir nicht. Die fast geschlossenen Augen, die zugekniffenen Augen, die wirken sehr hart und sehr abweisend. Das gibt dem Ganzen auch so einen brutalen Gesichtsausdruck. So, und das ist ein Zeuge, das bin ich. Also ich war die ersten, glaube ich, 3 Tage allein. Deutsch, Russisch, Russisch, Deutsch, Deutsch, Lettisch, Russisch. Wenn Zeugen Letten werden und so. Wie würden Sie denn seinen Charakter beschreiben? Er war ein sehr klar denkender Mensch. Man fühlte, dass er ein fähiger Mensch ist. Und irgendwo fühlte ich, dass auch er einen bestimmten Charme besitzt. Und später habe ich Dokumentarfilme gesehen, wie er den empfängt und den. Und man sah, dass er wirklich diesen Charme hat. Und außerdem war es ein absolut kaltblütiger Mensch, ein Mensch, welcher sozusagen das den Tod angeordnet hatte und jetzt augenblicklich sozusagen, also eine Furcht oder so, eine Verklemmung habe ich nicht gefühlt. Dabei war er ein Mann, der immer solche klipp und klare Antworten gegeben hat. Er hat immer sehr konkret gesprochen. At the end of January 1942, I was in Lützen with Himmler discussing matters of organization. He informed me that additional Jewish transports would arrive from the Reich and other countries. The destination point would be Salzpils concentration camp. Himmler said he had not yet decided on the method of extermination, whether to have them shot on board their transports or in Salzpils, or whether to chase them into the swamp somewhere. It was my opinion that shooting would be the simplest and quickest method. Himmler said he would give it some more thought. This discussion alone makes me party to the crime. I can give you approximate figures. The first Jewish transports arrived in Salzpils in November 1941. During the next 7 months from December 1941, overall, in 8 months, no less than 55 and no more than 87 Jewish transports arrived at the camp. Given that each transport carried 1,000, that makes a total of 55,000 to 87,000 Jews exterminated in Salzpils camp. I can't be more precise than that. The Jews from the Riga ghetto all went on foot to the extermination site. Not far from the graves, they took off their clothes, which were washed, sorted, and shipped back to Germany. Men, women, and children passed through police lines to the pits, where they were shot by German soldiers.
Da er der Höchste war, so hat er faktisch alle repressiven Teilnahmen kommandiert und persönlich geleitet. Mhm. Also diese, es ist vielleicht schwer, heute mit Ihnen darüber zu reden, aber diese Massenerschießung, die erste in Rumbole, ja, er war dabei. Ja. Und der Pankratze fragte ihn, warum sind Sie persönlich dabei gewesen? Ich erinnere mich an genau den Ausdruck. Das Erschießen von 10.000 Menschen, Frauen, Kindern und so weiter, ist eine schwere Belastung für die Truppe. Und der Führer muss dabei sein. Ja, wo, ja, das also kommt sozusagen, ja auch hat er es als Verantwortungsgefühl für die Truppe. Ja. Ja. Er wollte ein gutes Beispiel sein. Er wollte nicht anderen was zumuten, was er sich nicht selbst zumuten. Naja, selbstverständlich. Aber es hat für ihn keine persönlichen Probleme geschafft. Da hatte man nie den Eindruck, dass er versucht, ein bisschen von seiner Schuld, seine Schuld zu verringern, seinen Anteil. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, er sagt wirklich alles, was er weiß. Wissen Sie, ist es so, wenn man einen oder zwei, drei Menschen erschießt, dann droht einem die Todesstrafe. Wenn man Tausende und Tausende und Tausende erschossen hat, ist es doch selbstverständlich. Dass die Todesstrafe kommt bei der Urteilsverkündung? Ja, nur jetzt müssen Sie sich klar vorstellen, dass das Publikum selbstverständlich Menschen waren, welche gegen den Nationalsozialismus waren im Saal. Ja? Und als das Urteil gelesen wurde und am Ende war der zur Todesstrafe durch den Strang oder so, dann haben die Leute minutenlang geklatscht. Und wie hat Jeckeln reagiert auf die Verkündigung des Urteils? Absolut. Sie wurden dann darauf abgeführt. Gar keine Reaktion? Ja, welche Reaktion erwarten Sie? Generalmajor Küpper, was heißt in die Hosen? Ach so. Kein anderer von Ihnen hatte. Da kann ich sagen, dass ich eine felsenfeste Einstellung mein ganzes Leben hatte. Ich anerkenne keine kollektive Schulden von Völkern und in diesem Begriff ist einbegriffen, dass ich auch keine Schuld einer der nächsten Generation anerkenne. Deswegen, ich wurde gefragt von meinem Bekannten, wie gehe ich zum Gespräch mit Ihnen? Es ist für mich kein Problem. Also eins schließt das andere nicht aus. Ein Mensch kann kultiviert sein, was bei Jeckeln ja nicht der Fall war. Hochkultiviert fühlte ich nicht. Verstehen Sie, das war auch nicht. Aber es kann auch ein viel hochkultivierter Mensch sein. Und dabei, so ist der Mensch. Das ist etwas sehr, sehr Tragisches. Weder Bildung, noch Kenntnisse, noch sogar künstlerische Neigungen schließen ein. Schließen das nicht aus. Das ist so. One day it was clear for me, you have to accept him like he is. You have to see that's your father. And of course there are some, you can find some reasons how he and all the others were able to do things like that. But I have to leave him like he is. I have to say, of course, he is your father, and I'm another person. That was a very difficult and long way to say I'm not connected with him, or I've not the same evil inside me. I think it will help if people talk about it. It's one of the chances to deal in another way with the past. People will understand that all these terrible things happened in a normal life. In some way, we all have a part of it. I'm the daughter of such a man, and now I'm able to talk about it, not only to friends, just to say, yes, he was a murderer.
and to say, yes, but I'm the daughter, but I'm another person and I have another life. Something like that. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Program from the Queen.